willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Der Teufel. Völlig zügellos, wie ein Schatten, der dem Körper entrissen wurde. Pass gut auf und handle, bevor der Dämon frei ist. Jeder hat einen. Selbst jene, die reinen Herzens sind und ihre Nachtgebete sprechen. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Zwei Zukünfte sind dort. Doch nur eine kannst du sehen. Wähle jetzt aus. Ich glaube, der Schwarze könnte die Gruppe töten. Oh. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Hand absägen hat anscheinend nicht gereicht. Ich muss aber sagen, meine Pulsuhr ist gleich leer. Der Akku wird einfach dadurch so schnell leer gesaugt. Ach, der lebt noch, also Emma! War der schon mal nicht im Pool. Dann war es irgendjemand. Mist! Fuck! Ach, der trifft jetzt Mann. Die Hexe. Ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Was soll schon passieren? Du bist nackt. Aber die Emma war es ja auch nicht. Emma hat ja auch schon Kleidung getragen. Puh, da will man echt nicht fallen. Nö, deshalb solltest du das vielleicht nicht machen. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Kamera. Eine Speicherkarte. Hm. Vielleicht ist da ja was drauf. Warum muss ich jetzt an diese Werbung denken? Das war, glaube ich, damals eine Werbung. Wo die am Strand sind und dann klauen die von einem schlafenden Strandbesucher die Kamera und machen Bilder von ihren Genitalien. Und dann legen die wieder zurück. Das war irgendeine Werbung über Urlaubsüberraschungen.
Gerechtigkeitskarte. Gerechtigkeit, Auge um Auge, nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Ursache, Wirkung, Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Scheiß! Oh mein Gott, Emma, bin ich froh, dich zu sehen. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Hm, riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Shit, okay, weißt du was? Ist gut. Okay, hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren, okay? Ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Schlag es. Du lässt schon wieder dein Fickschnitzel liegen. Hoffen wir mal, dass das Blut wirklich dafür da ist, dass mich das Vieh nicht riecht. Fallen. Scheiße! Ah!
Ach du Scheiße, das hätte sein Gesicht sein können. Du musst das Ding aufstemmen, wenn überhaupt. Aber eigentlich wäre dein Bein eh schon ab. Danke. Die war überfällig. Er hat zweimal die Frau zurückgelassen. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Alles klar? Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist... Ich will dich schmecken. Hey! Es wird Komm Zeit. Her. Nick, was soll das? Lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Abby, tröst nicht Nick helfen. Hey, hey, ist okay. Schon okay. Ich hab. Das Wasser ist geweiht oder sowas. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Chlor bekämpft den Virus. Das ist bestimmt ordentlich geklort. Oder Kinderurin, falls kein Chlor benutzt wurde. Abby. Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll! Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Wir müssen leider auf Heartbeat jetzt verzichten, die Uhr hat keinen Saft mehr. So besser? Ja. Hey.
Weil ich muss immer bei der Uhr, muss ich ein bisschen gucken, wie viel... Also wie schnell ich den aktualisieren lassen kann und wie lange die Uhr dann läuft mit der Akkuladung. Es waren so 4,5 Stunden. Es war so anders hier, Frau Nutz. Unheimliche Zeichnung. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. 12 Stunden. Warum sollten wir Beweise auch mitnehmen? Oh, jetzt geht sie wieder dran, obwohl ich mit dem Rücken dazu stehe. Ich kann meinen Puls abschätzen und mitteilen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Türen hier offen sind. Der Mond. Die erzählt nachher eh den Text der Karte nochmal. Gute Nacht, Serena, im Chat. Wo Caleb jetzt wohl ist? Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hackett, Kinder, Caleb und Kaylee. Ist nicht Caleb der Schauspieler, der auch in Lock and Key spielt? Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so ein Bullshit. Ist so, was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby. Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Nick, du bist anders. Nein, nein. Nur Nick. Nur der Fick dich, Nick. Was soll das? Selbst jetzt, Abby. Selbst jetzt bin ich dir egal. Ich, nein, ich...
Ich... Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Knall ihn einfach ab. Nein! Oh mein Gott! Er hat einfach seine Haut abgesprengt. Ich glaube nicht, dass ein Schuss in seinem Kopf was geändert hätte daran. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Am Anfang ist sie super unsympathisch. Also nicht, dass sie das geändert hätte. Aber sie tut mir auch ein bisschen leid. Sie wird immer zurückgelassen. Und es ist schon das Richtige, dass sie den Typen, dass sie keinen Bock auf der hatte. Ach, die guten Melonen, ey. Das Bier hat auch keiner getrunken. Die über die Melonen, die da liegen, nicht über die Melonen, die sie mitschleppt. Sie hat eh nur Toffifee-Größe. Nur eins übrig. Aber ist gut zum Ablenken. Feuerwerk. Das war nicht negativ gemeint. Toffifee-Größe ist gut. Ryans Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie dem Kid solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Brief eines Kindes. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und den Brief nicht abgeschickt. Gruselstories sind eben einfach nur erfunden. Hier ist es nicht sicher. Das hast du gut erkannt.
War schon wegen mit dem Zaun, was der Weg schlecht ist. Aber ich sehe nichts. Im Dunkeln findet man sich hier aber schwer zurecht. Ah, da liegt was. Ein Seil. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Stopp, 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 stopp. Shit, hier sieht echt alles gleich aus im Dunkeln. Hier waren wir doch. Da vorne ist nämlich wieder das Camp. Ach du Scheiße. War wohl der Regen. Was für ein Regen? Dass die Wildsau geköpft wurde. Wie, heißt das, du willst da nicht lang gehen, nur weil eine tote Sau auf dem Boden liegt? Achso, hier ist eh nichts mehr in der Ecke.
Diese Perspektivwechsel machen die Sache übrigens auch nicht besser. Toll, noch mehr Sackkassen. Ist da vorne irgendwas? Bobby. Nicht. Lass es sein. Du ein Bissort. Du weißt, was da passiert. Ich hab das noch nie gemacht, Pa. Diese Scheiß-Kids! So, was? Hey, stopp! Wehr dich nicht! Los, die Spritze! Ist sie gebissen, Pa? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Oh! Na los, mach schon! Ja, ja! Ja, ja! Ist es nicht sicher. Gut erkannt. Abby? Ein Mensch ärgert dich nicht, Hütchen ist da. Er ist tot. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Wollte dir wehtun. Das war reine Notwehr. Das kann man nicht wissen. Ich schon. Nein. Nein. Doch, du oder er. Und das war definitiv nicht er. Mann, was für ein Scheiß. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da?
Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein. Hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney. Du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Wir drin. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Ach, die ist das dann gewesen.